Sag mal, wolltet ihr nicht eigentlich schon in Laos sein? Warum seid ihr denn noch in Thailand? Und was hat das mit dem Gefängnisaufenthalt von Mais Bruder zu tun? Mein Moin Moin von meiner Seite her, liebe Thailand-Community. Ja, in den letzten Videos gab es ein paar Kommentare. Habt ihr gut aufgepasst, Leute, weil eigentlich wollten wir ja Anfang Dezember, und das ist ja schon ein paar Tage her, also direkt nach Koh Kut, unseren Urlaub, wollten wir eigentlich die Familie, also Mais Familie, endlich mal in Laos besuchen. Und wir sind immer noch in Thailand, in Chanthaburi. Why we not on this time in Laos? We sind planned, dass my brother come out from the gym in the 25 this month. Then my mom want we complete family together meet. Ja, das ist halt der Hauptgrund quasi. Leute, die Mais Englisch nicht ganz so gut verstanden haben. Im Endeffekt ist es so, is your small or older brother? He born in me. He born before me. Ah, then old, little bit older brother. Na, he little bit older than you. Yeah. Ne, älterer Bruder ist seit ein paar Jahren. How long he stay now in the jail? 5 Jahre. 5 Jahre. Fünf Jahre im Gefängnis. Und nun ist es so, dass quasi diese Absitzzeit vorbeigeht und er jetzt Ende des Jahres happy that come outside entlassen wird. Und eigentlich war von uns geplant, das wissen ja viele von der wundervollen Thailand Community, dass halt wir Anfang Dezember nach Laos gehen. Und dann, sie telefoniert ja immer mit ihrer Mom, und dann hat sie doch gesagt, bisschen schade, dann seid ihr hier und dann geht ihr wieder. Und der große Bruder, your brother, I think the same, missing you, yeah. Ne? Kommt dann raus und ihr seid dann wieder weg. Und da hat sie dann gefragt, Mensch, könnt ihr nicht vielleicht ein bisschen später kommen? Vielleicht so Ende Dezember? Wäre auch eine Option gewesen, nur da kommt dann meine Arbeit ins Spiel. Bei uns ist es so, oder bei mir ist es so, ich habe ja meine Online-Tätigkeit und ist ein bisschen komisch, ist aber so, es gibt nur eine Zeit bei uns oder bei meinem Job oder bei meiner Firma, wo es halt, na, wir haben vielleicht nicht unbedingt eine Urlaubssperre, aber es ist ungern gesehen, dass die Leute in der Zeit viel frei machen. Und das ist Ende Dezember zwischen Weihnachten und Neujahr. Und das ist halt der Grund halt, warum wir dann gesagt haben, okay, dann relax, dann machen wir das ganz vernünftig. Dann gucken wir halt Weihnachten, Neujahr, lassen wir vorbeigehen, und then we go in 2023. Yes. But when start? Januar. Quasi im Januar 2023 nach Neujahr gehen wir dann nach Laos. Also seid gespannt und freut euch drauf. Ja, und das kann ich auch ganz gut verstehen, dass dann halt, wenn wir schon mal, wir sind ja, also Mai ist ja seit Jahren nicht in Laos gewesen bei ihrer Familie, und für mich ist das erste Mal, dass dann, ne, ist dann more nice or the complete family together. Yes. Ne? And I'm very excited to meet not only your mom, your sister, your dad, same your brother, voller Vorfreude, ihre ganze Familie, Brüder, die Schwester habe ich ja schon mal damals in Bangkok kennengelernt, wo wir uns kennengelernt haben. I know only your sister, very small, when we meet the first time in Bangkok. Yes. Ne? Die alle kennenzulernen und so weiter. Und dann gab es ja auch einige Fragen von der Thailand-Community. In Laos gibt es ja so eine komische Regelung, dass man halt als Pärchen, egal ob man jetzt Ausländer, Laoten oder auch die Laoten untereinander, obwohl das da wahrscheinlich nicht so streng kontrolliert wird, es da laut Gesetz verboten ist, unter einem Dach oder in einem Zimmer zu schlafen. Für die Leute, die es interessiert, über diese komische Steinzeitregelung, haben wir schon mal ein Video gemacht, gibt es hier zum Anklicken. Klar, ey, seid da vorsichtig, wie macht ihr das? Klar, sind wir, und wir haben auch vorsichtshalber schon, also die Mutter von der Mai ist auch schon zu den Behörden hingegangen, hat angekündigt, hier, meine Tochter, die ist in Thailand, die ist schon ein paar Jahre mit einem Deutschen zusammen, die wollen auch demnächst quasi heiraten und so weiter. Da sieht so aus, dass die hier
hierher kommen für eine Zeit. Und die haben gesagt, okay, das ist kein Problem. Es wurde uns halt nur gesagt, okay, dann bitte, und das werden wir dann auch machen, Hotelzimmer nehmen, bitte nicht im Haus der Familie übernachten. Ne? Wieso, weshalb, warum? Ist halt so, das ist halt die Regelung da so, da gehen wir dann halt auf Nummer sicher. Ne? We talk a little bit, ne, about the special rules in Laos, we talk with big people, ne? And better not sleep in the home from, yes. from the girl, better booking hotel or resort, ne? Yes. This is better. Ja, das ist eine kleine Aufklärung, ganz kurzes Video, ich hoffe, es ist gar nicht so lang geworden, damit ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, Laos ist aus diesem Grund ein bisschen nach hinten verschoben worden, aber steht auch bald an. 2022 hat ja nur noch ein paar Tage. Ja, und also geht's bald nach Laos. Very soon we go to Laos. Yes. Ja, das ist nur ein ganz kurzes Video zu dem Thema, weil es unter den letzten Videos wirklich einige Kommentare oder auch Nachrichten an mich gegeben hat. Mensch, Frank, wolltet ihr nicht eigentlich schon in Laos sein? Jetzt seid ihr erst aus Koh Kut wiedergekommen. Und dann, ja, deswegen ganz kurz das Video, damit ihr Bescheid wisst. Ja, euch noch eine charmante Woche und schöne Vorweihnachtszeit definitiv. Zu Weihnachten melden wir uns definitiv nochmal auf den Channel von wie immer Peace, Love and und natürlich auch wie immer passt auf euch auf, bleibt gesund und abschalten. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye bye. Peace.